Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ich glaube 274 ist es, ich bin mir nicht sicher. Ja, wie ihr seht, habe ich hier den DMB Traffic Manager President Edition nachinstalliert. Hauptmenü, umschalten, umschalt plus. Okay, da können wir dann hier gewisse Dinge dann da machen, die wir ja vorhaben bei gewissen Kreuzungen, die uns so arge Probleme gemacht haben, ne? So, das heißt, wir gucken erstmal, wo das war vielleicht. Macht ja Sinn, ne? Und überlegen dann, was wir dort ändern können. Wo zum Beispiel hier können wir auch hingehen. Das spielt ja keine Rolle. Hier ist ja auch Rückstau bis auf Autobahn wollen wir nicht haben. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so ändern können, damit das da läuft. Ja. Kreuzung sieht momentan so aus, dass da eine Ampel ist. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal den Traffic Manager hier und gucken, was wir an dieser Kreuzung machen können. So, erstes ist Ampeln setzen. Wir haben eine Ampel. Jetzt die Frage, okay, da gibt es ein Fenster, füge Ampel hinzu, lösche sie vor Kreuzungen. Ja. Die Frage, man sieht es hier natürlich auch ziemlich schlecht, ne? Ja, ich glaube, bei Simotrans gibt es eine Taste, die drückst und dann sind alle Häuser und sowas runter und dann kannst du super arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt. Und ich, bei jedem Button, den ich jetzt klicke, kriege ich hier manuelles Fenster hier unten, oder was? Klicke auf ein Straßensegment nahe einer Kreuzung. Ja, habe ich gemacht. So, da habe ich drei Fahrspuren. Und die beiden dürfen nicht links abbiegen, die dürfen auch nicht rechts abbiegen hier, einfach aus dem, ja, da, okay, macht Sinn, macht Sinn. Hier ist der Connector. Verbindet zwei oder mehr Fahrspuren miteinander, um Fahrzeuge nur bestimmte Fahrspurwechseln zu erlauben. So, jetzt ist hier die Frage, was ist das überhaupt für eine Straße? Soll ich auf den Spurwechselpunkt klicken? Und dann connecte ich den natürlich nach da. Dann passt das schon, ne? Irgendwie gefällt mir die Ansicht jetzt gerade dafür nicht, ne? Ah, so ist vielleicht besser, wenn man mehr von oben guckt, oder? So. Warum fahren die so doof, ne? Die können ja mal einfach geradeaus fahren hier, ne? Und die können nach da fahren. Und ich verstehe nicht, warum die hier zum Beispiel nicht einfach da weiterfahren, ne? Warum die alle hier rechts stehen. Man kann natürlich auch das so machen, dass man sagt, ja, diesen grünen Punkt einfach hier auf den roten Punkt setzen und alles wird gut. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ja, jetzt ist hier kein Stau mehr, also es hat wunderbar geklappt, ne? So, und hier? Die biegen da ab und fahren wieder zurück, du glaubst es nicht, oder? Ja, die müssen dann dahin abbiegen, ne? Dann passt das schon so. Die können natürlich auch da abbiegen, wenn sie wollen. Und die können auch noch da abbiegen, wenn sie wollen, ne? Ja, so macht Sinn. Hier müsste man überlegen, ob man nur Rechtsabbieger macht oder so. Aber momentan ist hier alles gut, ne? Sieht ja super aus, oder? Das heißt, wir können jetzt hier die nächsten Kreuzungen aufsuchen und klicken hier was an. Ne, das war jetzt falsch, haben wir das Auto erwischt. Ja, wir sind ein Stück weiter und machen das jetzt hier. An dieser Kreuzung mal. So. Alle biegen rechts ab. So, das heißt, ich connecte ihn nach da und nach da. Können sie ja machen, ne? Der fährt bitte nur nach da und nach da. Können sie ja beides auch machen. Achso, wir haben ja hier noch die Geschichten, dass wir hier in diesem Bereich sagen, hier geht's nicht geradeaus, nur rechts abbiegen. Und das haben wir auch, oder? Ja, sieht doch gut aus eigentlich. Okay. Das heißt, diese Lane
biegt nach da ab. Und nach da von mir aus auch. Die fahren da weiter, die fahren da weiter. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Jetzt ist rot, oder? So, die... ja. Die biegen nach da ab. Die fahren nach da geradeaus. Da ist dreispurig, da ist zwei. Ne, da ist auch dreispurig, ne? Ne, die Straßenbahn, okay, alles klar. Ja, in Deutschland fährst du auch auf Straßenbahngleise, ne? So ist nicht. Das passiert ja, passt ja schon mal, aber das können wir auch so machen. Hier kann man auch geradeaus fahren und rechts fahren, oder? Na, so passt's. Die fahren da ab. Können aber auch da abfahren, wäre ja auch egal, oder? Lassen wir erstmal so, oder? Ach ne, hier unten haben wir noch was vergessen, da müssen wir auch noch machen. Die biegen da ab und da ab. Stopp, die biegen auch da ab, nicht getroffen. Und die Geradeausspur geht nach da und nach da und die dürfen auch nach da links abbiegen. Ich weiß nicht, ob wir das, ich glaube das ist Straßenbahn, das lassen wir mal die Finger von, ne? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist auch noch so ein Ding, ne? Ja. Und so geht's auch, oder? Lass mal so. Haben wir schon gemacht. Hier ändert sich irgendwie nichts. Warte mal, da können wir hier auch noch was machen. Und die müssen da lang dann auch, ne? Ja, so ist es jetzt richtig gemacht, aber puh. Können das natürlich, die biegen ja auch zweispurig dann vielleicht besser ab hier, oder? Dann machen wir das doch mal nochmal neu hier. Wenn ich das jetzt da wegmachen will, mache ich das so, richtig? Ja. So, und dann machen wir das hier nochmal. Das war hier auswählen und die dürfen da abbiegen, während diese hier nicht da abbiegen dürfen. So, jetzt biegen die zweispurig ab. Jetzt ist das doch top, oder? Das ist doch wieder das, was wir wollten, ne? Genau dafür haben wir diesen Traffic Manager President Edition gemacht. Und schon geht's, dass die da auch ordentlich rumfahren. Gibt's noch Staus hier? Nein, gibt's nicht. Ah, hier ist nur Linksabbieger jetzt. Das ist auch cool. Da ist nur... Ach, guck mal, das hat er angepasst mit den Pfeilen. Super, das gefällt mir. Das finde ich richtig cool. Also hier darf keiner nach rechts wechseln, das macht links. Hier dürfen sie links rüber wechseln, das ist alles gut. Ja, ist top. Genauso will ich das haben. War eine gute Entscheidung, das zu tun. Jetzt läuft's. Jetzt werden wir ganz viele Kreuzungen hier noch machen können, bei denen das auch läuft. Und wir haben noch tolle Sachen, die es hier auch noch gibt. Die Spawn ausschalten, okay. Verkehr löschen, okay. Vorfahrtsschilder machen wir da. Da gibt es zeitgesteuerte Ampeln. Das ist vielleicht auch eine ganz coole Geschichte. Kreuzungsbeschränkungen. Kreuzungsbeschränkungen. Keine Ahnung, was da ist. Hier gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Das macht auch Sinn. Fahrzeugbeschränkungen könnte man auch nochmal überlegen. Und Parkverbote. Das finde ich auch ganz cool. Also ist definitiv ein Gewinn im Spiel jetzt, ne? Muss man sagen. Also auf dieser Kreuzung auf jeden Fall. Das ist ja richtig cool, oder? Hier ist jetzt die Frage, ob man da nur Rechtsabbieger macht. Aber es ist nichts mit Traffic hier mehr. Das ist alles grüner Bereich. Gut.
Nächste Kreuzung ist dann hier. Okay, die sind schon zwei Spuren abgezogen. Das bedeutet, wir müssen hier weiter arbeiten. Und das macht man am besten mit dem Tool, oder? Erstmal sollte man gucken, ob es hier Ampeln gibt. Ampel setzen. Ich sehe jetzt nicht, was ich da tun könnte. Ah, jetzt ist eine Ampel da. Okay. Manuelle Ampeln. So, dann kann ich die manuell setzen, die Ampeln. Hm? Richtungspfeile. Warum staut sich das hier zurück, ist die Frage. Hier rechts fahren sie. Machen wir hier die Pfeile auf. Die sollen dahin fahren. Und dahin fahren. Die sollen dahin fahren. Und dahin fahren. So ist gut, oder? Jetzt staut sich es nicht unbedingt mehr zurück. Die Ampel ist ganz okay. Das ist hier alles links abbiege. Ach so, lauter Müllwagen, ne? Okay, das läuft ja soweit. Jetzt könnte man hier eine zeitgesteuerte Ampel einsetzen, ne? Also Zeit ist ja jetzt... Da kommt jetzt einer. Obwohl. Doch, das passt schon erstmal. So, jetzt mal hier nochmal. Jetzt stehen da gerade wieder ganz viele, ne? Also das Tool ist nur an, dann geht's nicht. Dann kann ich das hier nicht umändern. Friedhof entleeren. Nochmal das. Stehen sie dreispurig jetzt, fahren aber zweispurig, biegen sie ab. Das ist alles gut. Bin ich noch zufrieden mit. Hier ist auch gut. Ja, das ist alles okay. Hier haben wir das getan. Der Kreuzungsbereich ist noch rot, aber ist auch nur der Kreuzungsbereich. Was ist denn hier so komisch? Müssen wir mal reingucken. Ah, hier müssen wir vielleicht ein Parkverbot machen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber wir machen das mal. So, jetzt gucken wir nochmal da rein. So, kann ich das ausmachen? Ja. Die müssen jetzt noch abhauen hier, ne? Und dann parken die demnächst dann nicht mehr, oder? Aber bringt das was? Das ist die nächste Frage. So, was haben wir hier für Konnektoren? Hm. Ist jetzt nicht so spielentscheidend. Was ist das? Steuern die Fahrzeuge und Fußgänger sich an Kreuzungen an. Klicken Sie auf Fahrzeuge, die du kontrollieren möchtest. Klicke auf den entsprechenden Symbol um die. Aha, jetzt können wir das. Ah, okay. Sowas kann man da machen, ne? Kann man zum Beispiel den Zebrastreifen wegnehmen, ne? Man darf hier nicht wenden. Spurwechsel ist dann da nicht erlaubt, okay. Sehr interessant, aber wir haben hier ein Problem mit den Bussen, ne? Das ist Parkverbot. Ah, so geht das Parkverbot. Alles klar. Dann habe ich eben was falsch gemacht hier. Ach, da dürfen die Leute nicht mehr rein und rausfahren. Nee, das war ja überhaupt nicht damit gemeint, ne? Das ist ja voll falsch. Da dürfen die schon alle reinfahren. So, jetzt geht das wieder. Da war eine Sperre für die Fahrzeuge. Alles klar. So, jetzt haben wir hier noch das Problem. Hm.
Das ist es nicht. Hier ist Packen erlaubt. Keine Ahnung, was das Unterschied ist. Irgendwie müssen wir Verkehr löschen, die Busse noch kontrollieren. Vorfahrtsschilder, ja. Mir macht das hier mit den Bussen Sorgen. Ich glaube, das kriegen wir nicht über dieses Teil gemanagt. Hier spielt es ganz klar eine Rolle, wo die Bushaltestelle ist, ne? Und das sollten wir vielleicht hier ändern, indem wir diese einfach mal nach da hinten legen. Dann ist da nichts mehr und dann passt es eher, oder? Dann ist die Kreuzung wieder frei vor allem. Ich finde es sehr schade, dass es hier... Ja, wie sollen die auch überholen? Geht gerade nicht, ne? Überholen die überhaupt? Das ist die nächste Frage. Wenn der erste Bus weg ist, können wir sehen, ob der LKW dann überholt. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt fährt er natürlich da rein, ist klar, ne? Wann überholt der Donutwagen? Das ist die Frage. Kommt ein neuer raus? Jetzt ist natürlich auch noch Gegenverkehr so viel, dass man da überhaupt nicht überholen kann. Oh. Jetzt fahr da weg, Bus. Ich glaube, wir brauchen das nächste Tool auch noch. Busmanagement. Warum stehen die da so lange? Ah, der ist da nebenher. Wenn einer drinnen steht, fahren sie nebenher. Das ist unser Problem. Es sind zu viele Busse da. Das bedeutet... Kann man das... Ja, könnte man auch da ziehen, aber bringt uns auch nicht weiter. Dann haben wir da und da, ne? Macht jetzt keinen Sinn. Ja, gut, aber wir sind auf jeden Fall einen guten Schritt weiter, werden das dann weiter managen müssen. Das ist ja viel Arbeit, die wir dann da wahrscheinlich noch auf uns zukommen haben. Das sehen wir dann nämlich spätestens, wenn wir hier das aufmachen und sehen, wo hier die dicken, fetten Staus sind. Diese Kreuzung haben wir schon gemacht. Jetzt müsste man gucken, wo die alle hinwollen. Und was man da alles noch tun kann. Und wir haben ja hier dieses Tool, was uns hier auch hier zwischendrin dann noch anbietet, wo die langfahren und so weiter und so fort, ne? Jetzt ist die Frage, kannst du von hier nach da? Ne, kannst du nicht, oder? Ne, kann man nicht. Könnte man hier? Nein, er möchte da den Dingens managen, den Verkehr der Straßenbahn managen. Okay, alles klar. Ja, da müssen wir schauen, wie das hier weitergeht. Wer biegt wo ab? Es ist aber nur einspurig abzubiegen, also spielt es keine Rolle. Ja, egal. Wir sind dran an dem Ding. Wir gucken uns auch weiter an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr Daumen hoch. Falls euch weiteres interessiert, macht euch die Glocke an. Gebt Kommentare ab, damit ich weiß, was wir da noch besser machen können. Vielleicht wisst ihr das Tool, wo es mit den Bushaltestellen zu managen ist oder so. Oder die Buszeiten, die an der Haltestelle stehen. Und ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.